Ja, willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Video von mir. Wir waren hier stehen geblieben bei Anna Snyder. Und zwar mussten wir hier etwas abholen. Wir werden direkt gleich mal weitermachen, ja. Wir müssen weitergehen und zwar müssen wir die Quest weiter erledigen. Denn die haben wir nämlich noch nicht beendigt. Und deswegen werden wir sie erledigen, ja. Ja, die Tür von innen einrahmen ist logisch, beziehungsweise sehr cool. Ich hoffe bloß, da steht nicht irgend so einer. Hier steht gar nichts. Aber die werden ja alle gleich wieder rumstehen. Weil die können sich alle wiederbeleben, diese schlauen Zombies, ja. Haben wir alle ein Healpack drin. So, die lassen wir einfach mal. Weil da kommen die ja alle hinterher, das ist ja... Das ist ja mal richtig krass, dass sie alle hinterherkommen. Ui, vor allen Dingen von hinten kommen sie auch noch, Alter. Hätte nicht wirklich gedacht, dass sie hinterhergekommen kommen. Komm. Oh, oh. Und die kommen alle wirklich hinterhergekrachen. Mann, Alter. So, Schluss hier. Alter, ich hätte das jetzt wirklich nicht gedacht. Aber anscheinend sind die... Alter. Irgendwann ist hier auch mal Schluss, ne, Fräulein? So gut. Dann können wir jetzt endlich mal weitergehen hier. Das reicht jetzt hier. Wir müssen ja wirklich... Ne, da müssen wir gar nicht durch. Also ich glaube... Da müssen wir wirklich durch. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nun ja. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Wir haben keinen Molotow, wir haben gar nichts. Wir haben auch dafür 8 Kids, ja. Wir könnten die Ulti anhauen. Denn hier sind wirklich mega viele. Wir könnten normalerweise die Ulti anhauen, ja. Wäre eigentlich keine schlechte Idee, wenn ich mal wüsste, wie die ungefähr angehen würde. Wir werden ja zunächst aber erstmal eingehen, damit die ganzen Viecher hier aufstehen. Dann werden wir jetzt. Wow. What the fuck? Der oh mein, komm, steh auf. WTF, der verliert ja gar nicht viel. Auf jeden Fall bin ich level up, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ey, doch, der hat genug verloren. Auf jeden Fall habe ich jetzt ihn erstmal seinen Scheiß angebrochen. Und dann werden wir erstmal gucken, wie wir die ganze Scheiße lösen, ja. Mal schauen. Wird aber, denke ich mal, nicht das Problem sein. Und weil er nämlich jetzt schon seine ganzen beiden Arme gebrochen hat. Und deswegen wird das... Und er will mir eine Kopfnuss geben. Er denkt, er ist cool. Ja, dann komm mal her, Digga. Wenn du meinst, du bist stärker... Und schau. So, vorbei. Aber mein Computer macht gerade wieder Macken. Meine Grafikkarte im Arsch ist. Hoffen wir einfach mal, dass das alles so bleibt, wie es ist, ja. Nicht, dass jetzt hier noch irgendwie abkackt. Ich höre gerade weitere Zombies. Was ich nicht schön finde. Denn wir bräuchten jetzt erstmal ein bisschen Heilung. Und ich habe gerade gar keinen blassen Schimmer, wie die Heilung nochmal war. Die Ulti können wir jetzt nicht nochmal einsetzen, normalerweise. Und ich habe wirklich gerade keine Ahnung, wie wir ein 8 Kids... Ah, haben wir ja schon. Ah, okay. Auf H, alles klar. Dann haben wir das auch geklärt. So, der bleibt schön liegen. Die ist verwest. Hier haben wir aber noch einen Kandidaten. Nehmen wir erstmal sein... Alles ablatschen werden. Alles klar, so, dann werden wir erstmal weitergehen hier. Oh Mann, ey, Digga. Kannst du doch nicht machen. So eine Bahnhofschlägerei hier, oder eher gesagt, so eine kleine Strandparty-Schlägerei. Und irgendwie kommen die schon irgendwie angerannt, obwohl ich hinterm Plakat drin war. Und der kriegt voll weg den Kopf. Alter, wie hab ich. Lol! Wie hab ich den gerade weggehauen? Also, Baseballschläger sind wirklich hammergeil. Das Auto können wir nicht nehmen, aber ist ja erstmal egal. Wir werden den erstmal umkicken. Denn
Ich wollte eigentlich jetzt das Auto nehmen, damit wir eigentlich vorwärts kommen hier ein bisschen. Damit wir jetzt nicht die ganze Scheiße... Was war denn das gerade? Damit wir nicht die ganze Scheiße laufen müssen. Ui, geil. Und die stressen gerade ganz Zeit hier. Alter, Zeitlupe on pur, Alter. Das gefällt mir. Das ist sehr schön. Au, au, au. Ah, fuck. Okay, gut. Dann ist das erstmal egal. Scheiße, wir finden kein Auto. Da trägt gerade ein wenig auf. Unser Baseballschläger ist nämlich schon auch im Arsch, wie es aussieht. Dann werden wir einfach mal den genagelten Besen... Ne, der ist ja auch schon im Arsch. Och, ne. Ja, der Tauchermesser ist genauso behindert. Den leichten, ja, den haben wir auch noch. Alles klar, dann nehmen wir den erstmal, um dafür klar zu kommen. Man, wir können hier nichts an Autos nehmen, das ist nicht schön. Aber zum Glück müssen wir hier nicht weiter auf die Straße rumlaufen. Das ist schon mal sehr schön, ja. Ach, da sind wir hier unten. Wen haben wir denn da? Ein paar trauernde Gesichter, beziehungsweise Leute, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Ein paar Alkoholiker sind hier auch unten am Strand zu finden, wie ihr hier das beste Beispiel seht. Und natürlich fliegen diese Zombies sehr schnell um. Beziehungsweise diese Alkoholiker, wenn ich schon sehe, wie die da rumstehen, guck sie dir an. Die steht einfach nur rum und kriegt das einfach... Wieso rennt die so dumm? Ist sie dumm? Dumm, dumm, dumm. Ja, manche Zombies verstehe ich nicht. Manche rennen erst an, wenn man genau vor ihnen steht. Manche rennen an, wenn man 3000 Meter Entfernung ist und die einen gar nicht sehen. Das ist relativ lustig gemacht. Und die fallen hier einfach nicht um. So, jetzt fällt's um. Und tschüss. Ich habe hier bis jetzt wenige weiße Zombies gesehen. Ich hoffe, das ist nicht mit Absicht gemacht. Ja, gestern hat gar nicht lustig. Ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Sowas. Darüber macht man überhaupt keine Witze. Ey, hier ist eine Flasche. Ich will die trinken. Einen neuen Champagner. Hahaha. Eine Brieftasche. Haben wir hier drin. Und dann geht's auch gleich weiter. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ah, jetzt kommen drei Stück, die wir jetzt ganz schnell umkicken werden. Ich habe einen Tipp bekommen, und zwar soll ich meine Fähigkeiten stärken, damit wir sozusagen Special Moves machen können. Was ich dann auch, ich könnte ich jetzt sogar schon machen. Fällt mir gerade mal auf. Können wir jetzt eigentlich relativ geil machen. Denn wir könnten einen harten Schlag malen. Ich glaube hier, nee, das war nicht, wo war das? Bei Kampf war das. Dann können wir hier nämlich so eine Fähigkeit einsetzen. Dann können wir nämlich auf das Gehirn, auf den Kopf sozusagen springen von den Gegnern. Aber ich weiß gerade nicht, wo das ist. Egal, wir skillen einfach mal, was sind hier, dickes Fell, auf Wut gewinnen, und das ist eingehender Schaden minus 10% bei der Raserei, ja. Erzeugende Wut. Wir noch einfach mal das hier. Harter Schlag, Mann. Sieht gut aus. Sonst hätten wir hier gar nichts mehr, was wir skillen können. Wie, weil sonst... Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas ausgelassen habe. Weil das wäre nämlich peinlich. Nee, sieht nicht so aus. Alles klar, dann haben wir das gemacht. Dann muss ich mal ihn nachfragen, beziehungsweise mal nachschauen, wie das gemeint ist, was wir da skillen müssen, damit wir sowas machen können. Und wie es aussieht, ist da unsere beste... Unsere beste Freunde ist da, denn unsere beste Freunde warten auf uns, denn er ist der Gerät. Ja, dann werden wir einfach mal den alleine lassen, der soll mal in Ruhe da schlafen. Und der soll mal... Kann er da rüber springen? Kann er nicht, weil er zu dumm ist. Dann müssen wir jetzt wieder dahin latschen, ey, gar keinen Bock. Und da hinten ist auch schon wieder der Große. Den lasse ich dir alle mal in Ruhe. Ich hab nämlich da gar kein... Wie? Kannst vergessen, Mann. Ich gehe da unten lang. Lass mich in Ruhe. Ich hab keine Lust, mit dir zu kämpfen.
wie er echt über mir rumrennt. Mann, bist du dumm. Mensch, bist du dumm. Bist du doof, ey. Okay, geil. Dann gehen wir mal hier lang. Beziehungsweise gehen wir mal hier hoch. Jo, Peace, Digga. Dann los. Oh, Mann, ey. Mensch, 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 ihr seid aber auch versaute Gören, ey. Oh, hier ist auch noch einer. Alter, hier ist auch noch einer. Lass mir Ruhe, ey. Mann, lass mir Ruhe. Lass mir Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Steh nicht auf solche... Alter. Alles klar, Leute. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's, ey. Jetzt reicht es. Jetzt kommt der Oliver Korn. Der macht euch erstmal kaputt. Oh, tut mir leid. Oh, tut mir richtig doll leid. Digga. Digga, Mann, ey. Das schaffen wir schon. Wir können da theoretischerweise gleich rüber hopfen. Hüpfen. Klopfen. Schlopfen. Schnüpfen. Was macht er hier schon wieder? Ich hab ihn noch runtergeschubst. Ich hab gesagt, du sollst runter. Das ist nicht gut. Das verschmutzt bloß. So, hopfen wir mal hier rüber. Ja, immer kommt die gleiche Musik. Das ist voll die Pornomusik, ey. Das ist richtig eklig. I need champagne. Halt dein Maul. You're making me dizzy. So, was hast du für mich? Du hast Cash. Das ist immer schön, so was. Alkohol ist natürlich auch schön, aber nur wenn wir den nicht in der Hand haben. Alles klar, dann haben wir das hier. Sag mal, wie viel Champagner wollen die noch saufen? Ey, hier ist wieder ein 8-Kit, das ist ja mal richtig geil. Theoretischerweise könnte man immer neu... Let's see what we got here. Ey, da könnte man wirklich machen. Man könnte das Spiel speichern, dann geht man raus, geht man wieder rein. Raus, rein. Also nicht, was ihr jetzt denkt, ich meine jetzt mit den rein, raus. Das Spiel liefen und wieder reinkommen, ja. Und Drogen finden wir ja auch natürlich. Und wir finden ja alles, was unser Herz begehrt. Und deswegen könnte man das theoretischerweise machen. Anne, oh, thank you so much. Here, it's not much, but it's all I have. Jo, Bauplan schwerer Gewichte. Ja, das ist schon mal sehr schön. Die Tür machen wir mal auf. Mal schauen, was hier hinter ist. Hier ist gar nichts, wie es aussieht. Nee. Ja, hier können wir schon mal vergessen. Hier ist überhaupt gar nichts. Oder ist hier hinten vielleicht noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Okay, gut. Ja, dein Champagne kannst du dir in dein Gesicht spritzen. Ja, ich habe noch was vergessen zu sagen. Warte mal, was ist da? Der Leuchtturm hat Licht an am helligsten Tage. Ja, ist auf jeden Fall sehr schlau. Den Schrank kann man auch von hinten öffnen. Auch relativ schlau. Ja, unser Charakter hat magische Fähigkeiten, wie gesagt. Und was ich sagen wollte, ist einfach nur, dass ich wahrscheinlich nächste Woche, beziehungsweise Anfang der nächsten Woche, ein Video hochladen werde, das wieder mal ein Review ist, ein Gameplay plus Review gemixt sozusagen. Und wir werden da drin ein sehr nettes Spiel finden. Und er hat es auch mal geschafft. Leute, jetzt sind auch schon zwei. Also, darauf hätte ich jetzt ja keinen Bock. Nee, also, wie gesagt, das ist ein Gameplay mit Review-Mix sozusagen. Und das ist ein sehr nettes Spiel, was ich gefunden habe, was viele noch nicht kennen von euch. Sehr schön gemacht und ich werde es euch einfach mal vorstellen. Und macht euch schon mal bereit auf ein neues geiles Spiel, was natürlich auch kostenlos ist, was ihr euch selber runterladen könnt. Allerdings hat das sehr viel Gigabyte, da es auch ein sehr geiles Spiel ist mit einer schönen Grafik für ein Free-to-Play, ja. Werdet ihr dann sehen. Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei, ja. Wir werden gleich mal den neuen Hammer ausprobieren. Ja, scheint ein nettes Ding zu sein. Mir würde gerne mal interessieren, wie der Virus ausgebrochen ist. Weil ich echt keine Ahnung habe, wie der Virus ausgebrochen ist, da ich die Story eh nicht verstehe. Hier, also den Anfang der Story habe ich eh nicht verstanden. Wie das überhaupt passieren kann, dass so ein Virus ausbricht. Ja, keine Ahnung. Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse. Ach du meine Fresse.
Und ich habe keine Ulti. Ich dachte, ich habe eine Ulti. Ach du Scheiße. WTF, Alter. WTF. Ah, oh, die scheiß Uhr. Die scheiß Uhr. Ich pull da gleich ein, ey. Okay, ich mache jetzt mal kurz Stopp. Sonst pinkel ich mir noch ein. Nein. Ich werde jetzt gleich den nächsten Teil aufnehmen, damit ihr seht, was mit den Typen passiert. Ich glaube, ich werde die jetzt alle einzeln auseinandernehmen und dann werdet ihr einfach mal sehen. Seid wieder dabei. Ich sag bis gleich und... Yeah, bis gleich.